Hallo meine Freunde, willkommen zurück im zweiten Teil zur Wrap-Up Stockpile. Wir stehen hier bei Wasser, weil ich verdurst die ganze Zeit. Das ist im Endeffekt das Einzige, was hier auch wirklich gefährlich ist. Dadurch, dass es hier keine Beeren und so gibt, ist das eigentlich relativ easy going. Mir ist etwas warm gerade, daher kriege ich noch Damage rein. Einmal. Kann ich das nicht mit Wasser irgendwie wegmachen? Ja, haha. Krieg mehr Damage rein. Renn ich im Wasser rum. Nicht tief genug zum Schwimmen. Ja. Also mir ist ein bisschen warm geworden hier. So. Was habe ich jetzt gemacht die ganze Zeit? Ihr seht, ich habe 10.000 Biosprit und 26.000 Sauerstoff. Ist jetzt doch nicht mehr so extrem, wie es am Anfang gelungen hat. Weil ein Sauerstoffding bringt 1000, das heißt 50. Ja, das geht, braucht man viel Leder, ist nicht das Problem, gibt ja ein paar Tiere hier. Und 6 Kanister. Einzelne Biosprit-Kanister bringt 10k. Das heißt, wir brauchen nur unter Anführungszeichen 6 Kanister. Ich habe 1, 2, 3 habe ich schon. Das heißt, wir brauchen 4. Nö, 3 habe ich schon, ich brauche noch 3. Heißt im Endeffekt, da war so viel wie, ich brauche 25 Erz pro Kanister. Und das wiederum heißt 150 Eisen. Da war ich schon mal drin, deswegen kenne ich das schon. Das herstellen, ja. 150 Eisen. Das sollte vielleicht sogar noch, in der Höhle wird es nicht sein, aber das reichen ein, zwei Höhlen eigentlich sogar aus, da braucht man gar nicht mehr. Wie ich zuerst geglaubt hätte, dass wir da irrsinnig viel brauchen. Da kommt jetzt das Wasserviech da raus, glaube ich, irgendwo. Ja. Dann gibt es ein zweites, glaube ich, auch. Nee, in der Höhle war nur eins. So, das hat sich erledigt. Kann ich hier irgendwo schwimmen? Nein. Ihr seht es aber natürlich, das Update letztens sind da wirklich wesentlich mehr Vorkommen. Das ist recht cool. Ich habe mal übrigens... Ach Gott, das war klar, dass das jetzt wieder in das Wasser fällt. Ich habe mal übrigens eine Stahlpicke gemacht, weil ich ein bisschen Eisen über gehabt habe. Also über ist relativ. Ich hatte halt noch Eisen und es geht mir ja um jedes Eisen hier. Und habe mir gedacht, aber da baue ich auch mehr ab. Die 6 Eisen habe ich investiert, das ist okay. Also Stahl, ich die Eisen für Bahn braucht habe dafür. So, um das richtig zu sagen. Ja, ich habe mir gedacht, ich schalte euch jetzt mal zu, weil nur dann Hebel fertig ist. Auch zack. Das mache ich die Höhle, gehen dann zurück, craften und wenn es dann nur mehr ums Warten geht, dann beginnen wir mal, schneide ich mal wieder was raus ein bisschen. Aber es ist schon. Haha, sehe nichts. Aber es ist schon eine coole Mission. Am Anfang hat es mich ein bisschen gerissen. Der Weg zurück wird auch ziemlich hart werden wieder. Aber wir werden das schaffen. Ich hoffe, ich kann alles transportieren, sonst habe ich da einen langen Weg vor mir. Aber das bitte wäre wirklich nicht nett vom Entwickler, wenn das nicht gehen wird. So, sieht jetzt wenigstens das mal aus. Nein, kriegen wir immer Damage rein. Nee, ich kriege keinen Damage rein. Was nur wirklich rausgeht die ganze Zeit, ist Wasser. Wieso ist das jetzt schon wieder da? Oder noch immer? Ich habe ja gerade... In der Höhle hat es 38 Grad. Ja, okay, das ist jetzt nicht gerade das Kälteste, was ich haben kann. Aber warte mal, es könnte doch sein, weil ich da vielleicht gerade wieder neben dem Feuerstein stehe. Nö. Wie gesagt, ist jetzt nicht das Niedrigste, aber ich hatte schon mehr. Verstehe ich jetzt nicht ganz, weil eigentlich habe ich es draußen nur gekriegt, wie es noch nie irgendwie den Damage so reinkriegt. Sondern eigentlich nur, wenn das Wetter ein Sturm war. Das schreibt er da ja eigentlich an. Vorsicht, Sturmwarnung, Hitzewelle, etc. 160, eigentlich hätte man sogar schon genug Eisen. Das hätte ich jetzt nicht gehabt, dass sich das ausgeht. Da ist noch eins. Sehr schön. Oh ja, das reicht. Da brauchen wir gar nichts mehr hingehen. Dann werden wir gleich mal hier bleiben. Und gleich wieder zurück marschieren. Wir brauchen nämlich, wenn wir noch nicht voll sind, ich craft im Biosprit das Holz. Ich habe natürlich auch von den
und die ganzen Tierchen, das Fleisch reinkaut, aber das reicht noch nicht. Es nervt schon, dass ich die ganze Zeit den Damage da abkriege. Sehr schön. So, wir werden jetzt rausgehen, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt noch das Ding kriegen. Kühler wird's. Was in der Höhle so warm? Komisch. Nö, ist nur 38 Grad. Wird von vorher noch da sein. Nehmen wir auch mit. Ich sag, die Tiere gehen auch gut her. Aber, da geht es mir jetzt schon wieder eher um die Pfeile. Mir gehen nämlich jetzt irgendwann die Pfeile aus. Holz ist in meiner Nähe gar nicht wirklich verbreitet. Das heißt, ich muss immer ein Stück laufen, bis ich zum Holz komme. Das heißt, ich werde jetzt hier Holz mitnehmen. Ja, tschüss. Steppert, das war ein Hit. Das hat sich aber. Das ist gut gegangen. Das sollte immer so gehen. Meistens tut es nicht. Kommt sie schon wieder einer? Das ist mal wurscht, ich geh's da runter. Was wir dann noch brauchen, ist irrsinnig viel Silizium. Schwer, wir sind ja gar nicht schwer, da können wir noch ein bisschen Silizium abbauen. Holz brauche ich ja nur zum Verharzen, aber Silizium brauche ich im Endeffekt dann. Wo? Ja, Silizium brauche ich dann für die Glas- und für die Betonmischungen, das heißt, ich brauche das doppelt. Das wird noch ein bisschen umständlicher werden. Wobei ich sagen muss, das Glas ist nicht so schwierig. Dann brauche ich ein Glas, ein Silizium für ein Glas dann beim Schmelzen. Ich glaube eher das andere wird sich ein bisschen zahnen. Aber wir werden hier jetzt noch schauen, ob wir hier auf die Schnelle noch irgendwo ein bisschen Silizium finden. Da ist eins. Für das glaube ich werde ich noch weiterlaufen müssen. Im Vergleich zu dem Rest. Da wird es noch ein bisschen größer runter. Da hinten haben wir eine alte Höhle. Cool. Ich mag meine alte Höhle. Hat mich lange Zeit gut beschützt. Ja, der Rückweg wird nur ein Hammerweg wieder werden. Sehe ich schon. Steine bräuchte ich auch, aber die nehme ich jetzt doch klarerweise nicht von hier mit, weil da habe ich das Problem dann, dass ich schwer bin für etwas, was eh vor meiner Tür liegt. Machen wir natürlich nicht. Beziehungsweise. Fiber ist mir auch schon ausgegangen, habe ich mich aber auch schon entdeckt damit auf Vollgas. Ja, nehmen wir mal ein bisschen Holz mit, von der weitesten Stelle, wo wir ungefähr sind. Wie gesagt, eigentlich geht es jetzt gerade halbwegs dahin. Es ist halt, ich habe schon doch ein bisschen dazwischen auch gespielt wieder, also es ist keine Mission, die in 3 Stunden erledigt ist. Das geht sich auch alleine vom Crafting-Technischen her schon nicht aus. Und von den Mats schon gar nicht. Das sind nur von der Crafting Time. Dauert das alles schon ein bisschen. So. 3 gleich. Wow. So, dass wir gleich wieder ein paar Pfeilchen haben. Boing. Nase! Die Nebenhöhlen sind frei. Sehr schön. Ich sollte ein Arzt werden. Ich mach das so gut mit dem Messer. Du kannst dann zu mir kommen, der Arzt des Vertrauens. Keine Sorge, ich fusch nicht. Wenn, dann fusch ich ordentlich. Dann merkt sie es eh nicht mehr. So, holen wir sich dann noch ein paar Holz. Und Hummers. Ich darf jetzt liegen bleiben. Oh, jetzt nicht. Man muss dann schauen wegen Essen, weil irgendwie. Ich glaube, mir geht. Jetzt hasst mich der Elefant wieder. Ne, jetzt nicht mehr. Es nervt schon, dass die kurzzeitig immer aggro sind. So, das reicht. Das sollte dann Holz mal reichen. Ich brauche sie für das Baumharz und. Ja, andererseits. Bin mir nicht so sicher. Ich weiß, ich habe es nicht ausgerechnet, ich gebe es zu. Somit kann ich jetzt nicht wirklich sagen, was ich jetzt wo, wie viel brauche. Ich habe das auf gut Glück jetzt mal gewusst. So. Von da brauchst du viel, von da brauchst du noch mehr, und da brauchst du am meisten. So passt. So ungefähr bin ich das jetzt angegangen. Fälle 100 Bäume. Yay! Holzfäller 2.
Das kann aber immer nur missionsspezifisch sein, die beiden, die beiden Diners, die beiden, die, ja, Dinger da oben halt. Die Ribbon, so heißt es, glaube ich. Weil, das habe ich alles schon 100.000 Mal gemacht. Zack, zack, zack. Viel Platz am Ende, 139, 500. Na gut, dann gehen wir zurück. Zeige ich euch, was ich gemacht habe, tolles, und dann geht's mal wieder ein Cut ans Craften. Mir geht, wie gesagt, wirklich das Wasser die ganze Zeit aus. Das finde ich ein bisschen nervend. Ich werde dann schauen, ob ich mal geschwind das lernen kann. Da gibt es irgendwo im Technikbaum, das schaue ich jetzt nicht mitten da, so eine Flasche, die nicht leckt. Weil diese komische leckt. Diese komische Sackflasche da, die Lederflaschen da, die rinnt ja immer aus, ständig. Ist dann suboptimal, wenn man das eigentlich lagern will. Also ich werde schauen, ob ich mal da ein paar so andere Reste kann, aber ich glaube fast, dass ich da Plastik brauche dafür. Bin mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls wäre es hier sinnvoll, weil das ist das Einzige, was mich gerade wirklich nervt. Das Sauerstoff, was mir noch fehlt, ist mir ziemlich blunzen, weil ich stelle eh gerade zu Tausenden eigentlich Sauerstoff her. Von daher kann ich mir da immer wieder was abzweigen. Oh, bringt das eigentlich auch? Bringt auch Wasser. Hätte ich letztens braucht, hebe ich mal jetzt auf. Dann haben wir gedacht, scheiße, wieso habe ich die alle gegessen? Jetzt bräuchte ich ein bisschen einen Schluck, wie ich da gerannt bin. Und es war komplett, komplett trocken. Staubig im Mund. Okay, jetzt nervt er. Ist jetzt eh, Oxygen findet man hier eh jetzt dann doch zuhauf. So, jetzt haben wir sich, pfeifen sich das in die Birnen. Was ist das? Ja. Passt. Können wir laufen. Tiere gibt es hier wirklich urviel. Also, ich mag die Umgebung. Ich bin hier lieber als im Wald. Sag ich ganz ehrlich. Im Wald geht das am Sack, wenn es blitzt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Dafür blosst er die Heißer so weg. Oh gut, macht es halt besser, aber es blitzt halt nicht. Dann. Dauernd siehst du die Tiere nicht, weil sie irgendwo hinten Bäumen, hinter Bäumen, Steinen und sonst was sind. Hier sitze ich, habe hier irrsinnig großes, weites Blickfeld. Das rennt hier ein Viech, dort ein Viech. Das macht schon was her. Also da kann man sich ein bisschen vorbereiten, man sieht schon von der Weite. Finde ich cool. Und das ganz ohne irgendwelche Hacks oder sonst, also irgendwelche Tricks, wie ich stelle die Details ganz runter, dass ich die Vegetation nicht sehe, bla bla blub, Sachen. Das einfach, es läuft. Ich finde die Umgebung cool. Immer genug zu essen, immer genug Pfeile, immer genug Knochen, immer genug eigentlich Steine, auf jeden Fall. Wobei ich es nicht mag, dass die großen Steinformationen nicht abbaubar sind. Das nervt mich schon. So riesig wäre der jetzt nicht, dass ich den nicht abbauen kann. Aber gut, okay. Entwickler sagt nein. Von daher, dann nicht. Ja, vielleicht noch. Glaube ich zwar nicht. Das ist nicht wirklich essentiell. Aber ja. Ja, das Leben. Ich habe jetzt keinen Bock, dich zu erschießen. So, meine hübsche Hütte, wie ist es jetzt? Mal rein da. So, was tut hier? Die sind voll, die Box nicht. Jetzt eben Holz eingefüllt, Baumharz. Das heißt, ich bräuchte jetzt da Metall. Eisen. Gehen wir schmelzen. Dann werden wir die mitnehmen. Das sind die vier frei. So, die vier transportieren wir raus. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, habe ich schon genug von den Flaschen. Also die sind noch nicht alle da einbaut natürlich, aber Kokosnuss oder was das ist, könnte ich jetzt gleich essen, weil eigentlich sehe ich gerade, dass das irgendwie ziemlich schnell platt wird. Die da. Das schmeiße ich da rein, das Fleisch. Das darf, da habe ich ja theoretisch nur 12. Nummer 15. Nicht da. So. Ich mag er mich nicht. Macht nichts. Ich mag ihn auch nicht manchmal. Ist voll okay. So, der werkt. Oder werkt nicht. Weil nicht ganz. Da habe ich irgendwo da schon 7 sind noch drin. 25 brauche ich. Sind noch Adam Riese 18. Die 18 warte ich mal ab. Hau die rein. Na, wie gesagt, also nennen wir ihn nicht. Ich nehme mal hier meinen Ding raus, so. Da braucht man auch gar nicht so viel von dem Zeug, da muss ich sagen. Das heißt, was so schwer wird, sind die 250 von denen da.
Braucht man Steine, die Silizium gehen, wie gesagt. Mit die, wenn ich die jetzt da reinhaue, könnte ich die jetzt einfach schmelzen auf Glas. Aber das, ja. Noch nicht. Noch nicht! Nur muss ich das ganze Zeug dann tragen. Wie schwer ist denn das? 5 Kilo, ja, das soll sich ausgehen. So, der hat sich hier befüllt. Den brauche ich nämlich eigentlich schon. So. Kann man hier wieder welche mitnehmen? Wie gesagt, ich habe die da einfach liegen lassen, weil die mir so im Vierer-Stack hole ich mir die und stopfe die darüber. Das hält ewig, das brauchen wir bald wieder. So. Okay, mach schneller. Machst du. Geht schon, tu was. Auch einmal. Machen. Fuck. Hab ich es verhunzt? Halt nicht. So, zwar noch. Eins. Klink. Das ist nämlich wichtig, weil das Befüllen von dem Zeug, bis das mal läuft, das hätte ich jetzt auch nicht umlegen müssen. Bis das mal läuft, dauert es nämlich ein bisschen. So, haben wir das daher. Die zwei nehmen wir auch gleich. Guck. Safe Spot. So, hier. Ah! Wo? Hin und her. Siehst du, sie jetzt nicht an mich ran? Zack. Den lasse ich ja dort. Zebra mag ich, Zebra lieb. Da seht ihr, das zahlt sich ein bisschen. Bis da was weggeht. Ja, er nimmt klugerweise sogar zuerst, dass er es verrotten kann. Das hätte ich ihm jetzt nicht zutraut, weil bei den anderen Sachen, die ich eigentlich immer brauche, nimmt er mal, nämlich prinzipiell macht er immer das, was ich nicht will. Ja, befüllt sich schon. So, wir sind jetzt dabei. 30.000, das passt. Die hier. Wieder 4 fertig. Also ihr seht, es geht dahin, ich mache jetzt mal das eine fertig, gehe dazwischen immer, wenn ich weggehe, jetzt dann, ich konzentriere mich jetzt immer auf eine Art Resources, was ich brauche, damit ich nicht von überall ein bisschen was mitnehme, sondern wenigstens gleich mal das einzelne fertig habe. Vor allem mit die Mission, da mit diese Drop-Kapseln da, ist das, macht das, finde ich, so schon Sinn, weil man kann es einfach abschließen, dem Ding kann nichts passieren und irgendwann ist es einfach fertig und aus Ende, das war's. Und hier der, ja, der braucht jetzt wieder Sauerstoff, jetzt hätte ich Sauerstoff, wäre ich jetzt holen gegangen wieder. Die haben wir gerne noch ein paar rein, nicht dass da das Holz mal ausgeht. Leder und alles ist jetzt auch schon wieder zur Genüge vorhanden. Alles damit. Man nicht so viel, so. Den braucht da keiner. Ja, Leute, ihr seht, jetzt wird es mal warten. Und wir warten. Das macht nichts. Ja, jetzt mal den befüllen da. Das mit dem Zeug funktioniert eigentlich recht gut, da werde ich mal 100 rausnehmen, werde noch ein paar Baumharz machen. Von die kann es jetzt eigentlich gar nicht wirklich zu viel sein, weil ich die ja, ich brauche die Baumharz dann auch nochmal für die Betonsäcke. Das heißt, die könnt ihr auch herstellen. Dauert halt sogar immer eine Weile, müssen wir gleich ein 1000er-Pack hergestellt werden. Gut, Leute, ich mache das mal weiter. Wir sehen uns dann kurz vor der Abreise. Bis gleich. So, Leute, ich habe jetzt ein bisschen zusammengefarmt. Jetzt haben wir da noch die letzten 4 rein. Da haben wir, das ist viel überblieben sogar, haben wir die Kanister rein. Die schweren Wüstenstürme ziehen jetzt auf. Da werden wir sich jetzt ein bisschen verkrümmeln in unserer Hütte. So, jetzt haben wir das rein. Passt. Haben wir die 3 rein? Na, da ist nicht mehr viel Platz drin. Das geht sich raus. So, das werden wir jetzt machen noch. Dann schauen wir mal an, was uns wirklich noch fehlt. Uns fehlen jetzt ja noch die 200 irgendwas da. Dann werden wir vielleicht noch was craften. Wir haben ja noch einiges an Stahl, an Eisen über. Dann werden wir vielleicht ein bisschen was zerlegen. Ja, es ist da draußen nur der Treppenaufgang, ist immer noch der Alte, der mag das nicht so. Kann das nicht so leiden. So, das haben wir auch da rein. Meine auch. Die zweite wir dann austauschen.
Und dann geht's rund. Dann gehen wir mal eine Runde spazieren. Ich schätze mal Richtung Wasser, wenn ich von da unten das so anschaue. Dann muss ich mir zuerst ausrechnen, wie viel Silizium noch fehlt. Das würde ich nämlich schon gern. So, komm. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Fülle dich an. Wir könnten das ja schon machen, wenn schon schwere Wüstenstürme kommen, damit wenigstens die Tiere auch in Deckung gehen. Irgendwie interessiert die das nämlich nicht wirklich, wenn du mich so fragst. Sieht immer cool aus. So. Schwierigere haben wir mal. Geht mal wieder rein. Tür zu. So. Das Schwierigere ist erledigt. Wir haben es wirklich geschafft. Glaubt ihr das ja nicht, dass wir das hinkriegen? So, jetzt habe ich nur das Problem, dass mir das Wasser ausgeht und ich stehe da deppert irgendwo in der Gegend rum. Brauche ich dafür die Flasche? 8 Stahlbahnen. Boah. Na gut, okay, das kriegen wir aber hin. Das alles mit, so. Wie können wir da herstellen? 9! Gerade noch. Machen wir das mal. Können wir auch Baumharz gleich herstellen, das brauchen wir auch wieder. Das verharzen wir. Irgendwie höre ich von den schweren Wüstenstürmen nichts. Mir nervt nur, damit ich gerade kein Wasser habe, weil jetzt werde ich es wahrscheinlich verrecken. Mein Mach wurscht, spawn eh da wieder. Aber trotzdem. Das hebe ich mal zum Reparieren auf. Achso, brauche ich einen Stahlbahn, oder? Fuck. Na, könnte kein. Kann ich das letzte der Lage herstellen? Nehmen wir mal die Stahlbahn. Ah, die. Ja. Ja. Ah, bleiben wir lieber herin. Muss ich zugeben, traue ich mich gerade irgendwie nicht raus. So, wir schauen einmal, was wir noch brauchen, bevor wir jetzt dann loslegen. Wir brauchen da noch. Wie viel brauche ich da noch? Ich brauche 250, sind 8, sind 158. Und brauche dafür 4 Erzgeleck. 158 mal 4 ist schon mal viel. Irgendwo für viel, ja. 632 plus 350, lol. Okay. Heißt so viel wie knapp 1000 brauche ich noch. Das andere Resource ist, ja, Stein, Baumharz ist jetzt nicht das Problem. Mein Problem eher gerade ist, ich noch bis zum Wasser komme. Genau. Mit dir? Hä? Ich glaube, da buggt was, ehrlich gesagt. Buggt im Sinne von, da wird, glaube ich, gerade gar nichts kaputt, aber das, er sagt, er tut halt so. Tut halt so, also. Gut, probieren wir es, ob wir noch bis zum Ding hinkommen. Man kriegt nämlich schon Damage rein. Wenn ich ruhig stehen bleibe, passiert er, glaube ich, am wenigsten. Habe ich mal gehört. So. Okay. Würde mal sagen. Was ist denn los? Soll ich die Stoppuhr nicht eingeschalten?
bisschen warten wir noch. Sehr arg, was zerbricht denn da überall? Dass die Rakete schon weg ist. Mhm. Nämlich gut, dass die Rahmen stehen bleiben. Da ist dann nicht so das Riesenproblem. Da kann man wieder alles halbwegs aufbauen. Aber Böden oder so, irgendwas bricht schon ganz weg. Aber der Rahmen hat das jetzt ausgehalten. Da gehe ich nicht drüber. Los! Vorratspunkt Beta erledigt. Das ist ja schon mal was Geiles. Das gefällt mir. Geleg! Ich Vollidiot! Ich hab die Wasserflasche nicht mit. Jetzt könnte es dann wirklich kritisch werden. Wieso gibt der Kaktus eigentlich nicht kein Trinken her? Ich meine, das will ich schon haben. Für was habe ich da jetzt das Ganze crafted? Also, ich habe es ja noch nicht crafted, aber... Wenn ich das jetzt nicht mitnehme, dann habe ich es wieder nicht, wenn ich dann... Bitte die auch an, ja, ich denke mal. Wenn ich das jetzt nicht mitnehme, habe ich dann wieder, wenn ich, dann war ich beim Wasser und habe aber wieder nur die Leckflasche und die da rinnt wenigstens nicht aus. Soweit ich das in Erinnerung habe. Ich meine, auch wenn die Mission jetzt doch dann, wenn nicht ganz so extrem war wie die Zahlen am Anfang, die ja voll einer ins Hirn würgen, aber es ist trotzdem noch hart für einen Singleplayer. Aber gut, soll ja nicht so einfach sein. Irgendwann habe ich alle Missionen durch, dann gibt es dann Weekly Icarus Mission neben anderen Spielen. Wie gesagt, Lost Ark bald hier. Dying Light 2 bin ich mir noch ein bisschen skeptisch, nicht wegen dem Spiel selbst, weil das wird sicher cool, aber wenn das so umfangreich ist, wie sie da prophezeien, habe ich das Problem, wann soll ich das spielen? Da bleibt keine Zeit mehr für was anderes. Muss ja drüber nachdenken, vielleicht schaue ich nochmal so ein Sneak, rein sneaken ein bisschen. Tausend so Silizium ist auch hart. Ist zwar irgendwie nervend, das Gepiepse da, aber ich brauche euch. Ja, sehr stricken. Aber man muss schon sagen, ich finde es ist wenigstens nicht sehr brutal, was das Leben runtergeht gleich. Kann man anscheinend schon eine Weile rumrennen. Ich meine, ich renne schon die ganze Zeit wie ein Trottel aus seinem Kreis. Ich werde nachher auch nur rumrennen, die Tiere erschießen, das einsammeln und wieder weitergehen. Ich werde da gar nicht mehr viel sonst jetzt machen. Das Tiere einsammeln, meine ich, und sonst werde ich lassen. War vorher irgendwo ein Löwe? Puma? Sorry. So. Auch voll. Sehr schön. Steht da jetzt irgendwie, so steht da eigentlich nie, wie viel die kann. 200 Einheiten, na gut. Gut, okay. Wäre das erledigt, dann geht's los. Wir gehen ans Silizium farmen. So, also das haben wir jetzt hinbracht. Ich gehe jetzt das Silizium farmen, wie gesagt gerade, und dann melde ich mich dann wieder, wenn ich dann ungefähr, wenn ich dort bin, da was hergestellt habe. Und dann werden wir sich überlegen, wie man sich am Weg zu der anderen Drop Zone da machen.
Aber wie gesagt, das kann jetzt noch eine Weile dauern. Das werde ich jetzt wieder rausnehmen natürlich, weil wenn ich da 1000 Silizium brauche, muss ich erst mal ausleeren gehen dazwischen. Braucht man auch noch das andere Zeug, aber da brauche ich noch Holz dafür. Da ist mir genug überblieben von den anderen Aktionen da gerade. Ja, es liegt aber... Oh, noch nicht. Es liegt aber auch relativ nicht so viel, aber es liegt gut Silizium rum. Was machst du da? Aloe. Fasern. Ja, schön, dass es extra einen eigenen Namen gekriegt hat. Für eventuelle zukünftige Änderungen. Gut, also, ich tue mal Silizium farmen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Puh, so ein Heidenaufwand. Aber es schmelzt, das sollten sich 350 locker ausgehen. Hier haben wir die 250 Betonmischung, die waren auch ein bisschen aufwendig. Also haben wir auch Siliziumerz, haben wir eh vorher gesagt, 1000 Stück in etwa, der Rest war ja vor der Tür zum Holen. Ja, wir haben die Mission eigentlich ziemlich in der Tasche, wir müssen es jetzt nur noch heimbringen. Das ist eigentlich das Einzige, was mir jetzt ein bisschen Gedanken macht, nämlich weil. Oh, ist voll. Gut, also ich muss jetzt die ganze lustige Strecke wieder retour. Warte mal, ich nehme 100 Knochen, nehme ich mal mit. Leder habe ich keins, 100 Sticks. Das ist also Fiber Package. Hä? Doch mehr Fiber gehabt als das. Fiber Pack. Oh! Die Frau braucht den Trinken. Ich depp hab nicht gewusst, dass ich den noch hab. Lol. Gut. Das nehmen wir sich mit. Das sind unsere Specials. Die haben wir noch immer. Pfeile haben wir. Picke. Ja, brauchen wir nicht mehr. Wurscht. Jo. Was machen wir jetzt? Wir müssen das mitnehmen. Wie schwer sind denn die? Ah, 15. Ah, nix Problemo. 5 auch nichts Problem, man sollte sich ausgehen. Und das heißt, wir müssen jetzt eigentlich das abwarten, bis das fertig ist, das Zeug. Dauert ein bisschen, ja. Und dann können wir sich am Weg machen. Was brauchen wir alles mit? Nicht allzu viel. Wir werden wieder hier rundum gehen, die gleiche Strecke wieder retour, hier den abschießen und dann zurück. Und das war's von hier aus ins Wasser und dann haben wir es geschafft. Problem ist, das durch da ein bisschen die Bären, die Tageszeit, es ist jetzt noch recht früh. Ich weiß nicht, ob ich den Tag abwarte oder ob ich einfach losmarschiere, was ich eher gleich machen werde, mit Gebäudeteilen. Könnte ich theoretisch auf die Hütte da abreißen einfach, will ich aber nicht, weil ein Problemo. Wenn ich die Hütte da abreiße, habe ich das Problem, dass ich... Habe ich überhaupt keine Steine mehr gehabt? Willst du das auf den letzten Stein ausgehen? Das gibt es ja nicht, oder? Tja, sowas. Stahlbahn noch drin. Diesmal leid. Die hätte ich ja noch irgendwas gemacht, aber... Was willst du denn tun damit? Das gibt es ja nicht. Nee, das muss da falsch liegen. Da, denke mal, ein paar Steine habe ich noch. Nehmen wir auch mit. Das läuft auch. Jo, dann könnten es noch ein paar Tiere killen, zwecks Gaudi. Aber andererseits, wer hat schon Spaß am Töten? Daher lassen wir das mal. Jo, war eine aufwendige Mission. Sehr aufwendig. Aber im Endeffekt jetzt dann doch irgendwie im Rahmen. Ich spiele jetzt den zweiten Tag. Wie viele Stunden werde ich da investiert haben? Ja. 5, 7, 8, 8 Stunden. Kommt dann noch eine 9. dazu. Hoppala, daneben. Kommt noch eine 9. dann dazu. Bis zurücklaufen. Also 8 bis 10 Stunden würde ich der Mission schon geben. Muss aber dazu sagen, habe mich am Anfang ja ein bisschen verhunzt, bin ja gestorben. Also würde ich eher 9 Stunden sagen. Oder 8. Hab mich ja. Scheiße. Ein bisschen verhunzt am Anfang. Boah, schau, wie der klettern kann. Und erledigt. Die sind wesentlich weniger zart als Bären oder sonstiges. Wirklich, das ist auch geil irgendwie.
diese fetten Viecher da eigentlich so schnell drauf gehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich ja verhunzt, bin ja gestorben am Anfang einmal. Was nicht notwendig war, weil ich mich das so blöd gespielt habe. Und den falschen Weg gegangen bin, den gehe ich jetzt nicht zurück, den Weg, der mal vorher schon sein gegangen ist. Das werde ich brav lassen. Dass es die Leichen liegen und warte einfach darauf, dass die Tiere da kommen und irgendwas fressen. Gibt noch gute EP. Level haben wir alleine mit dem Bergbau auch einige hier gemacht. Wir sind jetzt mittlerweile 60. Also das ist auch so schön mitgegangen. Wie gesagt, die großen Steine kann man nicht abbauen, das hat mich ein bisschen geärgert. Wo rennt der hin? Zu mir, zu mir! Ha! Die wollte wirklich zu mir. Schauen wir mal, wie weit sind wir denn mit unserem Crafting? Werkt noch. 2, 4, 6, 8 haben wir schon. Ja, das dauert jetzt noch. Okay. Ich lasse das mal durchrennen, das Glas, und da kommt dann mit der Aufnahme wieder rein, sobald wir hier ausgestattet sind und losmarschieren. Leute, das war's. Wir haben alles. Jetzt hat es mich aber nochmal ordentlich gerissen, ob ich das alles im Inventar bringe. Schaut mal vom Gewicht her. Ich habe einen Skillpunkt noch in 5% Inventarskapazität gegeben. Ich habe den Rucksack oben. Ja. Viel knapper geht's nicht mehr. Ich habe nur mit meinem Messer mit, das und das, aber da ich nur mal im Rücklaufen bin und sonst eh nichts zu tun habe, lasse ich alles mal hier. Wir werden das jetzt da angehen. Ein Teil davon, ich werde das Ganze mal aufnehmen. Ich schätze, ihr werdet es dann aber die Kurzform sehen. So. Ab nach Hause! Ich muss das nochmal zählen, dass ich keinen Scheiß gebaut habe. Warte mal, ich habe hier 6 mal 3, 6, 12, 18 sind 360. Glas und Betonmischungen 250. Ich hoffe, ich habe mich nichts verzählt. Ah, deswegen lasse ich ja auch meinen Schlafsack hier. Wenn ich sterbe, kann ich es bauen. So, Gemma. Es wäre jetzt ein bisschen scheiße gewesen, wenn ich jetzt nicht laufen hätte können, gescheit. Warte mal, Essen und Trinken, auch alles da so. Wäre jetzt ein bisschen blöd gewesen, wenn ich jetzt nicht schnell laufen könnte. Das wäre wirklich jetzt Arsch mit Ohren gewesen. Aber das war jetzt wirklich ein Aufwand, das Ganze hier zusammenzutreiben. Bist du fertig? Ich darf halt nichts mehr mitnehmen. Ich darf nicht mal einen Stein aufheben. Ich darf gar nichts. Ich muss hier wirklich nur schauen, dass ich hier einfach schnell jetzt da rauskomme. 76 Pfeile sollten ja mal eine Weile vorhalten. Weg. Ich denke, man so durchballern muss. Geht sich's aus? Ja, geht sich aus. Weg. Nicht, dass die Fans skeptisch werden. Immer. Wieso sind da jetzt so viel von denen? Was ist denn dahin? Das gibt's ja nicht. Alter. So, warte, ich soll mal meinen Punkt umsetzen. So, da muss ich jetzt her. Ich tue immer so, wenn ich schon fertig war mit der Mission. Ich muss ja noch da zurücklaufen. Also, ich muss ja noch zu der Kapsel. Ja, ursprünglich hätte ich gehabt, dass es schneller geht. Das hat jetzt sicher eine... Ich weiß es nicht. Mittlerweile komme ich ja beim Spiel oft dazu, dass ich nebenbei News lese. Aber es hat jetzt sicher eine halbe Stunde dauert, bis diese Dinge hergestellt werden. Man kann es sich ja ausrechnen. 12 Sekunden mal 350 ist viel, sagen wir so. Aber wurscht. Ab nach Hause. Bam! Die Hebe jetzt immer so aus. Cool. Ja, den nicht. Der hat jetzt aber auch noch ein Loch im Ohr. Ist trotzdem gestorben dran. Macht ja nichts. Boah, ich hoffe, die nächsten Missionen werden nicht ganz so heftig. Also das ist schon hart. Ich meine, 600 Punkte kriegt man dafür, okay. Dafür, muss ich sagen, war es sogar schnell. Weil wenn ich mir diese andere Stockpile-Mission da anschaue, wo ich da die Crop-Plots gebaut habe, da habe ich Tage gebraucht, um das hinzukriegen, aber auch, weil es verschimmelt ist immer wieder. Hat das Tage gedauert. Aber
Das war dann schwer, auch alles zusammenzukriegen. Hier war es ja doch dann wenigstens alles relativ in der Umgebung sogar. Aber trotzdem, es ist und bleibt in dem Fall ziemlich heftig. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen in einem Tag. Ja, Seebratenproblem. Aber man soll ja nicht alles zu früh loben. Wenn ich hier sterbe, zerbreche ich, mache morgen den Part weiter. Weil. Geh. So viel zu meinen 76 Pfeile und so. Wird nämlich so betrachtet jetzt schon langsam ein bisschen geschissen wieder. Vor allem, ich höre jetzt schon am Bären und bin noch nicht einmal ansatzweise dort. Okay, Stepper, der hat muskulöse Oberarme. Der Bär, der Bär, lol, der Fant. Ich gehe da mal. Jedes Mal. Muss aber dazu sagen, die kommen jetzt schon schwerst aggro vor, alle da. Urviele. Da wäre noch urviel von dem Silizium gewesen. Nein. Ich meine, ich bin am Schluss darauf gegangen sogar. Bin ich da jetzt richtig? Bin da, ja. Bin am Schluss sogar hier gewesen, aber nur beim Eingang rein die letzten zwei Vorkommen holen. Trotzdem, ziemlich strange. Sag einmal, wie viele Tiere sind da? Ist es, weil es morgen ist? Stehen die gerade alle auf? Guten Morgen, Tierchen. So, und jetzt geht's rund. Lernen durch nix. Letztes Mal war hier ein Bärwo. Fuck. Genau das habe ich gemeint. Wah! Genau das habe ich gemeint. Da kommt so ein Bär und BAM! Sache gegessen. Und Wetter. Ja, genau. Geht's euch so? Sonst geht's nur gut, oder? Sonst könnte das Geld wieder wegkommen. Und gleich mal, ich habe ja noch was. Gleich mal ein bisschen Essen rein. Bisschen live recken. Ich muss leider wieder runter von meiner Erhöhung. Das Spiel. Bitte. Meine Leute, kann man so viel Pech haben. Und dann ein leichtes Gewitter kommt. Na, da kommt gleich wieder so Bam, Bam, Vollgas. Meine Lives sind eh im Eimer. Toll. Richtig toll. Geht das jetzt noch mit dem? Mich da rein verfracht, irgendwie einfach. Bin ich gescheltert?
Ich meine, ich bin auch überlastet, das weiß ich selber. Und ich darf mich jetzt nicht wieder zu blöd spielen und dann ist wieder alles aus. Heißt aber so viel wie das Wetter, werde ich jetzt abwarten. Das ist mal zu risky, dass ich dann wieder wo stehe, wo keine Felsen sind und so. Aber ich will nur wissen, wenn das... Aussetzung da kommt. Jetzt schon. Ja, funktioniert. Dann warte ich hier. Eine Ringer tut's zwar. Oh, das macht ja nichts. Dann regnet's halt rein. So ein Pech mit dem Wetter. Dann geht bei der Tageszeit wahrscheinlich auch noch am Arsch irgendwann. Scheiße. Aber wie gesagt, das ist Icarus. Ist ja nichts, wie sie immer sagen vorher. Wäre einfach, wenn es ein normaler Planet wäre. Geht schon, jetzt noch ein Bär, ne? Das lustig wird noch. Ich meine, ich werde jetzt nicht das Ganze da abwarten. Ich warte das, den roten Bereich warte ich ab. Und dann marschiere ich schon weiter. Ich habe schon 22 Pfeile verbraucht. Das ist eigentlich komplett wahnsinnig, dass mir das alles jetzt noch entgegenwerft. Vor allem zähle ich ja als sichtbar. Also so sichtbar kann ich da eigentlich nicht sein jetzt. Am liebsten werde ich schon losrennen, aber ich kenne mich ja. Dann bin ich wieder ein bisschen zu früh dran. Und scheiße. So, das soll sich jetzt eigentlich ausgehen. Muss ich mal los. Ich sehe zwar gerade nichts, ob da wo Tiere sind. Wenn die Viecher nicht auch noch so hoch wären in den Gebieten da. Ein Level 100 Hirsch.
Debuff habe ich mal keinen mehr. Okay. Ich traue mich nicht mal umdrehen. Ich habe da einen Bären gehört. Und wenn ich ihn höre, ist er so nahe. Ich muss weiter. Bin ich froh, wenn ich in die Flüsse bin. Dann habe ich schon ziemlich geschafft. Wenn ich es bis dahin hinkomme. Boah, jetzt wird es schon wieder spannend. Jetzt kriege ich schon wieder alle Zustände. Da fehlt noch immer so viel. Scheiße. Hey, meine Hütte von vor. Steht noch. Naja, teilweise. So, wir werden jetzt darüber versuchen zu kommen. Ohne dass wir da jetzt einen Bären oder irgendwas betreffen. Wir hören durch nichts, auch kein Wolf. Ja, das ist ja wirklich zum Haare raufen gerade da. Wie sich die lieb haben. Ich wollte von da oben, glaube ich, runterkommen. Geh noch ein Stück, komm. So. Wenn man mich nach meinen Lieblingsbiomen fragt, muss ich euch eigentlich sagen, dass die Riverlands derzeit ganz hinten sind. Normale Forest, okay. Desert, Liebling. Desert ist derzeit wirklich mein Liebling. Und dann kommt, ja. Es ist irgendwo dazwischen. Es ist bei weitem nicht so schlimm. Da gibt es wiederum nur Wölfe und die Puma, die schnell sterben. Und die Bären, ja, wenigstens nur ganz wenig davon. Jetzt schrecke ich mich sogar schon von der Gams. Wir sind am Weg raus. Da waren früher oben Bären, die hab ich runterschreien gehört. Also mein Herzschlag geht gerade hoch. Echt, also da dann. So, spannenderweise. Gehen wir nach rechts am Berg entlang. Kurzzeitig wenigstens eine Seite, in der ich weiß, dass nichts auf mich zukommen kann. Vor allem geben die Steine hier Deckung am Ende. Da bin ich letztens runter, aber rauf komme ich nicht, also ich baue mich hoch. Ich habe aber nichts zum Bauen mit, wie wir wissen. Und kann auch nicht wirklich was mitnehmen. Die Richtung stimmt schon mal. Bär. Es ist da oben ein Bär.
Ich hoffe, denke halt immer, dass Bären nicht gleich nebeneinander sind. Doch so. Territoriale Tiere. Vielleicht ein bisschen Gebietaufteilung herrscht. Da rechts rauf jetzt, wenn es wo ist. Oder gerade weiter im Fluss. Bin ich mir gerade nicht sicher. Da stehe ich hier an. Ich muss da. Nee, ich gehe da zum Fluss hin. Geradeaus. Ich krieg sonst da Panikattacken vom PC. Oh. Freiere Umgebung. Sieht man ein bisschen weiter. Rolf ist mal egal da unten. Das war die Spasti-Höhle, da war ich auch schon mal drin. Da hat mich aber dann Bär eliminiert irgendwo, wo ich da runter bin. Da, hier. Also wir gehen jetzt gleich rechts rüber. Okay, ich laufe einfach. Bin deswegen jetzt nicht da links abgebogen, weil da war der Bär letztens. Da unten. Hat mich genötigt, darunter zu hupfen und dann war ich platt. Fluss entlang. Fluss ist immer mal gut, wenn da wirklich ein Bär wo aufkreuzt. Man kann sich dann doch ein bisschen reinretten. Und den Schwimmen kiten. Daher bewege ich mich so gerne an die Dinger da entlang. Das Wasserfall schaut nicht toll aus von da. Grafisch betrachtet. Jetzt habe ich eh auf Maximum gestellt. Sichtweite. Ich höre schon wieder an. Das ist so blöd. Wo ist mein Fluss? Da ist mein Fluss. Der Puls geht runter. Ein bisschen. Ist kein tiefer Fluss, aber wurscht. Wir werden es irgendwie jetzt durchwurschteln. Wir werden da schon hinkommen. Wo wir hin müssen. Kann ich von hier aus eigentlich auf der linken Seite auch schon entlang rennen? Das sind sogar weniger Steine. Bier! Das bleibt hier. Ja, so schnell kann man sich umentscheiden. Die Riverlands sind wirklich bis jetzt das Gefährlichste, was ich gehabt habe. Durch die Flüsse entschärft es zwar wieder ein bisschen, weil man dann doch ein bisschen die Viecher kiten kann, aber das Problem an der Sache ist, dass hier so viele Steine sind und wenn der Bär nicht schwimmen muss, ist er wieder schnell. Das heißt, es ist auch immer ein bisschen Glücksspiel dabei, an welcher Stelle man gerade ist. Aber das, ich hoffe jetzt mal ein bisschen auf unser Glück, dass wir mal jetzt nicht gleich Börle gehen. Wir sind eh schon recht weit oben. Es läuft! Fast. Ja, mal der Wasserfall, in welche Richtung der geht. Und wieder bergauf. Komme ich da durch? Da komme ich theoretisch wirklich rauf, aber da will ich vielleicht gar nicht drauf. Da bin ich letztens von links da daherkommen. Von da. Eigentlich würde ich lieber da irgendwo ins Wasser rein. Hier. Schauen wir mal. Wo ich da hergerannt bin, waren aber auch Bären, aber es ist eh wurscht, wo ich hingehe. Da werden überall Bären sein. Mal
beim Wasser bleiben. Nicht da rauf. Ohne Ausdauer mal nicht. Ja, da kommt man sogar drüber. Immer das große darunter, oder? Bär. Sag einmal, Spiel! Kann ich jetzt nicht machen. Wenn ich das doch sieht, weil ich da so blöd rumhupf. Scheiße. Scheiße! Besser. Ja, geh schwimmen. Ich gehe da mal woanders hin. Panische Angst gerade hier zu sterben. Wobei, na scheiße, dann spawne ich hinten. Na gut, dann haue ich hinten mein Bett zusammen und spawne vorne wieder. Also das unter dem Gesichtspunkt sind wir gar nicht so mies unterwegs gerade. Mal da ein bisschen durch die Landschaft. Sightseeing und so. Ja, und die Flüsse hierbei hat so bis jetzt ja nicht wirklich viel Glück gebracht, wie man gesehen hat. Theoretisch noch darüber und ein Fluss. Theoretisch kann ich jetzt schon Luftlinie drauf zusteuern. Oh. Oh. So viel zur Luftlinie. Besser. Jetzt kann ich Luftlinie drauf zusteuern. Bleiben wir da herum. Bär. Auf unseren erhöhten Standpunkt aus sieht man wenigstens das Stück. Treff nicht mal mehr den scheiß Wolf. Weiter! Ja, geh. Spiel Rollmops, verroll dich. Leute, wirklich, ich krieg alle Zustände. Alter. Ich seh nichts, warum sehe ich nichts? Also da unten brechen wir alle Haxen, ne? Na, oh Gott sei Dank. Kurz vorher noch abgefangen. Das Spiel haut mir aber sicher jetzt noch am Bären. Genau zu dem Ding dorthin. Aber dann fülle ich einfach alles ein und sterbe. Sofern das irgendwie funktioniert. Wie viel haben wir noch? Nicht mehr viel. Gut. Jetzt noch ein bisschen aufpassen, horchen und etwas Glück. Wäre jetzt da echt vom Vorteil. Die Kapsel. Jetzt höre ich einen Bären. So, wo ist er? Wie ich es gesagt habe, Leute. Genau wie ich es gesagt habe. Boah! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wenn jetzt ein Bär kommt, ja, traurig, aber wir haben es geschafft.
Und ich habe mich nicht verzählt, wenn ich da als eines zu wenig bin, komplett, ich glaube, ich wäre aus. Ich glaube, ich hätte die Mission instant beendet und wäre da gar nicht mehr reingegangen. Ich hätte drauf geschissen, glaube ich, dann also das Scheiß drauf jetzt nicht mehr. Spannung ist aber noch immer da. Noch immer ein Bär irgendwo. Riverlands, ihr teilt mal was auch. Biesel. Ah, das ist das, wo ich normal nicht runterkomme, aufkomme. Scheiße, komme ich wenigstens runter? Irgendwie halbwegs gesund. Ja. Ja, komme ich. Boah, das. Ne, ja. Das ist mir auch schon wurscht. Jetzt ist mir egal. Komme ich ja von der Leiche holen, kann ich ja eh schnell wieder daher. Da einfach gerade entlang runterlaufen jetzt eigentlich. Am Rand entlang mal ein bisschen. Bissi, bissi, bissi. Jetzt bin ich eigentlich leichtes Futter für so einen Bären. Halbe Minute bin ich noch Kanonenfutter. Gebiss, Bärenfutter. Aber ich bin bissfest. Wenigstens, glaube ich halt. Al dente. Gehen wir gerade weiter. Das Coole ist, dass Sprinten im Wasser ja keine Ausdauer verbraucht. Außer man geht natürlich so wie ich jetzt gerade. Bald. Zwei, drei Wasserfälle. Aber ich weiß nicht nochmal, ob ich da runterkomme. Bei manchen breche ich mal wieder tausendmal alles. Ich bin schon so. Boah! Ich bin so froh, wenn ich bei der Landekapsel bin. Jetzt schreckt mich das Hirsch da drin wieder. Spiel! Warum willst du mir das an? Warum machst du das? Aber warum? Das mache ich nicht. Einmal. Das kann ich mir noch erinnern, da bin ich auch immer rechts gegangen. Hallo Gams, zweimal. Ist das jetzt bitte schon? Ja, das ist schon die Insel. Komm, Spiel. Ein Bär, ein Bär geht noch, oder? Ein Bärli geht noch. 21,75 Grad, genaue Messung muss man sagen, und außerdem angenehme Temperatur. Ein bisschen kühler vielleicht könnte es auch sein, 20 Grad so. Sollen wir noch den Sprint aufladen? Ich hänge mein ganzes Klump mit, ja. Ja, 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 ja. Ja! Ja! Weg! Boah. Ein bisschen. Also ein bisschen mehr loben hätte er mich schon können, oder? Nicht nur so, ja, bist fertig, kannst heimgehen. Ja, so wie, geh zum Hofer, kauf drei Karotten, komm an, passt, fertig. Na, Gottes Willen! Die Mission hat mich jetzt wieder gezehrt an meinen Nerven. Jetzt überlege ich mal, ob ich überhaupt gern bald wieder der nächste anfange, ob wir Dying Light 2 machen oder ob wir Round the Grounded reinschauen. Es hat gestern ein Update kommen. Ein neues Endgame, da könnte man mal neu anfangen. Das wäre cool. Grounded war auch immer schön. 600! Bam! Läuft! 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 Jetzt machen wir Exotics mal. So, gut. Jetzt machen wir gar nichts mehr. Scheiß drauf.
ich bin. Brr, es ist 0.24 Uhr und ich bedenke mal, bach, jetzt geh schlafen. Das war's. Aber ich geh zufrieden schlafen. Auf jeden Fall. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment, nicht vergessen. Bis dann und gesund bleiben. Ciao.